Block 17, Schaltungssimulation. Was wir jetzt gemacht haben, war die Netzwerkanalyse. Und das ist quasi so mehr der Fokus aufs Mathematische. Und am Schluss haben wir eigentlich gesagt, wir sind nur dazu da, dass wir das Gleichungssystem aufstellen, sowas lösen, dafür haben wir heutzutage Computer. Und in dem Block gehen wir quasi einen Schritt weiter und sagen, naja, aber das Aufstellen von diesen gleichen Systemen ist jetzt auch keine große Kunst, das kann ja jetzt auch schon Computer. Bei anderen Problemen ist es so, da braucht man noch einen Menschen, der irgendwie die Differentialgleichung aufstellt und dann gibt man es dem Computer, dass es löst. Aber das Verständnis quasi von dem System, das muss der Mensch mitbringen, damit die Gleichung aufstellen kann. Hier haben wir den Vorteil, dass diese Schaltungen, das ist schon eigentlich sehr streng formalisiert. Wir haben halt unsere Bauteile und dann werden die verbunden über diese idealen Leiter. Ich habe jetzt gerade ein Kochrezept angegeben, wie man diese Gleichungssysteme aufstellt. Wenn ich ein Kochrezept dafür hier präsentieren kann, dann muss ein Computer das selbstständig können. Dafür ist ein Computer da, dass sie Kochrezepte runterrattern. Und darum geht es eben bei der Schaltungssimulation. Also ein Schaltungssimulator ist einfach ein Programm, dem übergebe ich so eine Schaltung, entweder indem ich einen Schaltplan zeichne oder indem ich irgendwann ein Pfeil hineinspielt in einem speziellen Format. Da gibt es ein paar Formate, die haben sich irgendwie durchgesetzt für sowas. Dann kann ich zum Beispiel gleich das Programm, in dem ich meine Leiterplatte entwerfe, wo ich ja schon einen Schaltplan habe, kann ich diesen Schaltplan gleich nehmen und mit dem in die Simulation hineingehen im Idealfall. Also so ein Programm, das irgendwie die Schaltung in irgendeiner dieser Art und Weise nimmt und dann einfach ausrechnet bestimmte Ströme und Spannungen in dieser Schaltung. Wobei wir da verschiedene Arten von Simulationen haben. Und das, was wir bis jetzt gemacht haben, entspricht dem, was diese Programme alle als DC-Simulationen kennen. Das ist quasi die Gleichstrom-Simulation, wo wir einfach eine konstante Spannung für jeden Punkt in der Schaltung haben, wo wir einen konstanten Strom haben für jeden Zweig. Das sind uninteressante Schaltungen eigentlich. Also in der Praxis kann ich damit eine kurze Zeitdauer berechnen, wie es ausschaut, wenn ich eine Glühbirne an eine Batterie anschließe. Aber eben auch nur für eine kurze Zeitdauer, weil irgendwann wird die Batterie leer und dann ändert sich ja wieder alles. Das heißt, aber bis jetzt ist das Welt für uns, diese DC-Simulation. Diese Programme können dann aber noch andere Dinge, die können so eine Transienten-Simulation, da lässt man dem wirklich Zeit vergehen und dann kann man zum Beispiel sehen, wie sich ein Bauteil auflädt im Laufe der Zeit, was oszilliert etc. Und es gibt dann die AC-Simulation, mit der kann ich das Verhalten von einer Schaltung bei genau einer Frequenz simulieren, setzt aber dann voraus, dass diese Schaltung sich linear verhält. Und dann gibt es noch so S-Parameter-Simulationen und sowas irgendwie. Antennenbastler und Mikrowellentechniker brauchen. Ich habe keine Ahnung davon, also fragt mich gar nicht, was das ist. Aber das Wichtigste ist hier mal, es gibt quasi verschiedene Arten der Simulationen und das sollte man irgendwie wissen, was will man jetzt eigentlich simulieren und dann kann man die entsprechende Sache in dem Programm anklicken. Und hier habe ich einfach drei Programme mal aufgelistet, die wahrscheinlich die mehr oder weniger empfehlenswert sind. Also Qix ist ein hübsches, freies Programm, also Open Source Programm, gibt es für Linux und Windows, weiß ich, Mac bin ich jetzt nicht sicher, aber es würde mich wundern, wenn nicht. Und tut in der Regel das, was man machen möchte. GNUCAP, wobei ich habe kürzlich, glaube ich, herausgefunden, dass GNUCAP nicht mit dem Maintain wird, ist auch ein freies Tool, hat aber keine GUI. Also da kann man jetzt keinen Schaltplan zeichnen. Aber wenn man diese Schaltungen in eben so einem fertigen Dateiformat hat, dann kann man das hineinwerfen und eben mit gewissen Befehlen dann Abfragen machen. Und für sowas ist GNUCAP sicherlich besser, wenn ich quasi eine große Schaltung habe und ich will jetzt gar nicht die Schaltung irgendwie aufzeichnen in dem eigenen Programm, sondern ich habe die schon, ich will sie nur simulieren, dann nehme ich eben sowas wie GNUCAP oder vielleicht NGSpice, ist auch sowas. Und dann gibt es noch LTSpice, das kostet nichts, das hat eben keine freie Software,
ist mir gratis. Aber muss ich nicht registrieren, das finde ich ganz super. Wenn man auf die Seite geht und sagt, ich hätte gern LT-Spice zum Download, dann kommt so ein Pop-Up-Dialog und denkt so, mein Gott, jetzt muss ich meine Blutgruppe angeben und so. Und dann ist halt mal, willst du uns Daten geben oder willst du nur das Programm runterladen? Dann kann man klicken, ich will nur das Programm runterladen, dann kommt man. Ich habe sowas noch nie woanders gesehen, dass man sagt, du kannst uns Daten geben, aber du musst nicht. Das macht schon mal sehr sympathisch, aber dennoch ist es nicht freie Software, das macht es weniger sympathisch. Es gibt leider wenn es ein bisschen komplizierter wird, Schaltungen, die sich mit den Klicks nicht gut simulieren lassen. Gerade Schaltungen, die irgendwie oszillieren und solche Sachen. Das sind einfach Dinge, die sehr, sehr schwierig zum Simulieren sind. Wo sehr schwierig ist, ein Programm zu schreiben, das das gut simulieren kann. Und das kann das LT-Spice deutlich besser als das Klicks. Das heißt, wenn man mit solchen Dingen zu tun hat, dann würde sich das LT-Spice empfehlen. Hast du da GnuCap und Klicks verglichen auch, oder? Nein, habe ich nicht. Die Frage zwischen Quicks und GnuCap stellt sich eigentlich für mich nie, weil es irgendwie so klar ist aus dem, was ich machen möchte. Und in 90% der Fälle möchte ich Quicks verwenden. Weil da will ich einfach nur meinen Schaltplan zeichnen und dann soll er mir sagen, was die Ströme und Spannungen sind, die ich suche. Aber wenn ich jetzt irgendwie aus einem anderen Programm vielleicht generiert irgendwie Schaltungen habe mit tausenden von Elementen, ich will einen Chip simulieren, zum Beispiel sowas, dann mache ich das mit GnuCap, also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob das mit Fix geht. Überhaupt, wenn ich fertige Modelle verwenden möchte, ich habe irgendwie zum Operationsverstärker oder zum Transistor vom Hersteller ein Simulationsmodell, das kann ich in GnuCap hineinladen, das kann ich in NG-Spice hineinladen, das kann ich in LT-Spice hineinladen, weil die eben diese BSIM-Modelle unterstützen, die meisten dieser fertigen Bauteilmodelle verwenden, eben das BSIM-Transistor- und Diodenmodell dahinter. Und Quicks hat das nicht, sondern Quicks hat quasi nur seine eigenen Transistor- und Diodenmodelle. Und damit kann ich eigentlich keine dieser Industrie-Standard-Modelle hineinladen. Wenn ich aber einen Chip simuliere, dann will ich genau das machen, weil dann habe ich für den Prozess irgendwie das fertige Beschreibungsfile, welche Eigenschaften ein Transistor hat, mit der Gatebreite und so weiter. Und dann kann ich das hier hineinladen und rechnen und Quicks kann das eigentlich. LT-Spice, wie man auch unter Main sieht, und LT kommt von Linear Technology. Und wenn man Chips von Linear Technology einsetzt, dann gibt es halt für jeden Chip gibt's ein LT-Spice-Modell. Also da kann man dann quasi sofort loslegen und dass man sich mühsam die Daten zusammensuchen muss und das dann integrieren. Ich glaube, das bringt unterm Strich Linear Technology viel mehr, als wenn sie versuchen würden, diese Software zu verkaufen. Einfach, dass ich dann gleich mit den Sachen designe, die ich halt super leicht simulieren kann, weil das alles gleich dabei ist bei den. Das gibt es nur für Windows, oder? LT-Spice gibt es nur für Windows, aber es läuft hervorragend unter Wine. Ja. Also es läuft so gut unter Wine, dass ich davon ausgehe, dass die das mit Wine testen. Weil es gibt kein einziges Programm, das ich verwende, unter Wine, das noch nie Probleme gemacht hat. Wo ich dann sage, okay, das ging doch mit der alten Version von LT-Spice, das ging mit der alten Version von Wine und jetzt geht irgendwas nicht mehr. Das ist mir mit LT-Spice noch nie passiert. Also ich glaube, die testen das damit. Gut, dann wollen wir das Gleiche probieren mit dieser Schaltung von vorher, aber jetzt eben nicht, indem wir Netzwerkanalyse machen, sondern indem wir Schaltungssimulation machen. Und ich verwende dafür Quicks. So. Gut. Ich werde jetzt keine umfassende Quicks-Einführung geben, weil das ist ein eigener Workshop, den wir noch machen. Sondern ich werde jetzt quasi nur mal auf die Schnelle genau diese Schaltung nachzeichnen, damit wir das mal gesehen haben, wie das so ausschaut. Dazu speichere ich das mal. Dann hat es mal einen Dateinamen. Ja, super. So, und wir haben irgendwie
einen Widerstand, noch einen Widerstand und einen dritten Widerstand. Wir haben eine Spannungsquelle. So, das verbinden irgendwie. So, dann wichtig, man muss immer einen Massepunkt festlegen. Quicks will sogar bei AC-Simulationen, dass man einen Massepunkt festlegt, was sehr seltsam ist, weil ein Massepunkt eine reine DC-Eigenschaft ist, aber gut. So, und dann haben wir im Skriptum stehen, für welche Werte wir das rechnen sollen, und ich rechne es gleich für die Werte. 9 Volt bei der Spannungsquelle. Man kann die Einheiten weglassen bei Quicks, also dann ist es immer noch in kohärenten SI-Einheiten und ich schreibe dann nie 9V, weil ich weiß ja, dass es eine Spannungsquelle ist. Und auch jetzt hier bei den R1 haben wir 1 Kiloohm, da schreibe ich 1 K und gut ist. So, 2,2 K. Was Quicks leider nicht mag, ist, dass man 2K2 schreibt, obwohl ich das eigentlich viel schöner finde. Mit 680 Ohm. So, und dann können wir das speichern und im einfachsten Fall sagen wir, calculate DC Bias. Achso, eine DC-Simulation muss ich ihm schon geben. So. Ja, also die Simulation, die du kriegst, auch Bauteile. Die platziert man einfach irgendwo auf der Schaltung und dann zack. So, jetzt habe ich hier mal die ganzen Spannungen mal schnell errechnet und eingezeichnet und die stimmen hoffentlich, ich weiß es nicht, ich denke schon. und man kann dann natürlich noch hergehen und zum Beispiel da kann ich eine Current Probe einsetzen. So, speichern wir und dann können wir uns sieht man jetzt super. Was ist das? Das ist eine Current Probe, also ein Strommessgerät. So, zack, Milliampere, so, jetzt können wir sehen. Und jetzt könnte man zum Beispiel die gleichen Werte mal eingeben, in, weiß ich nicht, wir haben ja alles offen, das Maxima, und schauen, ob da immer noch das gleiche rauskommt. So, also V1 war 9 Volt und dann haben wir jetzt hier irgendwie 1 Kilo Ohm, 2,2 Kilo Ohm und 680 Ohm. So, und dann vielleicht das Ganze als Dezimalzahlen. So, und dann haben wir hier, was ist das? 6,5 Milliampere. Und ist das das, was drüber rausgekommen ist? Ja, 6,5 Milliampere. Also es deckt sich. Puh. Gut, also so kann man das auch machen. Aber ich kann halt jetzt hier zum Beispiel nicht nach einen Widerstandswert fragen und einen Strom vorgeben. Das kann das Quicks eben so nicht. Sondern das Quicks kann nur das Gleiche, was ich auch machen kann, wenn ich die Schaltung aufbaue. Da muss ich ja auch nur vorher aussuchen, welchen Widerstandswert setze ich ein. Dann drehe ich die Schaltung, schalte ich die ein und dann kann ich eben dran messen. Und so ist es eben hier auch. Wenn ich das umdrehen möchte, dann muss ich quasi dort hingehen, wo dann nur noch diese mathematischen Sachen sind. Gut, also das hätten wir gesehen. Und die Übung hätten wir gemacht. Genau, bestimmen Sie auch, wie diese Größen sich ändern, wenn der Wert von R1 in einem Intervall von plus minus 30% schwankt. Das ist so eine typische Aufgabenstellung, da weiß man schon, da will ich jetzt eine Schaltungssimulation drüber. Wenn ich da so einen Sweep machen möchte, wo ich quasi die Bauteilwerte verändere und dann will ich nicht eine Kennlinie, sondern vielleicht 5 Kennlinien zeichnen, da komme ich dann dorthin, da haben diese Schaltungssimulationsprogramme viele Features, das kann ich natürlich auch in einem guten Mathematikprogramm machen, aber dort kommt dann quasi mehr Komplexität dazu, als Komplexität dazu kommt, wenn das gleiche in einem Schaltungssimulator.
Und genau das möchte ich jetzt hier noch machen, dass wir dieses Beispiel noch rechnen. Alle Strömungen und Spannungen, okay, wir machen jetzt quasi nur diesen einen Strom und Rudels. Dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich unter Simulationen, da kann ich einen Parameter-Sweep zu der Simulation dazufügen und dann sage ich hier R ist gleich R1 und dann kann ich hier beim Parameter-Sweep sagen, da gehört zu meiner DC-Simulation 1, den Parameter, den ich ändern möchte, ist R1 und R1 war 1 Kiloohm, den werde ich jetzt um plus minus 30% schwanken lassen, das heißt, ich will den von 700 Ohm bis 1300 Ohm 700, 1300 und sagen wir in 20 Schritten, dann ist quasi die Schrittweite 31. So, wenn ich jetzt hier auf dieses Rädchen klicke, dann hat er das jetzt durchgerechnet, sehen können wir da nicht viel, weil man jetzt nicht gesagt hat, man sollte irgendwas ausgeben, aber wir haben dann hier einen eigenen Punkt Diagramme, da kann ich jetzt zum Beispiel eine Tabelle machen oder ich kann das auch als Cartesian Plot machen. Und jetzt kann ich quasi sagen, ich hätte gern den Strom an Probe 1 in Abhängigkeit von dem Parameter R1, den ich gespeept habe. Und dann sehen wir jetzt, wenn ich quasi diesen R1 um plus minus 30% variiere, dann schwankt eben der Strom zwischen diesem und jenem Punkt hier. Was das genau ist, wissen wir noch nicht, aber es gibt da ein, was ist es? Kann ich einen Marker setzen und dann kann ich hier einen anderen Marker setzen und dann haben wir den so, machen es noch ein bisschen hübscher. So, und dann sehen wir halt, es sind 6,01 mA bis 7,43 mA und das sind die Parameter, in denen der Strom hier, der I1 schwankt. Abhängig davon, wie ich jetzt diesen R1 variiere. Also solche Sachen kann ich mir hier relativ schnell ausrechnen lassen und auch anzeigen lassen mit unterschiedlichen Dingen. Ich könnte jetzt auch mehrere Parameter-Sweeps machen und dann hier zum Beispiel für jeden Parameter-Sweep so eine Linie einzeichnen, dann hätte ich hier so eine Linienschar. Also diese Sachen gehen da alle ganz einfach. Okay. Fragen? Was du jetzt am Schluss gemacht hast, war das nicht das, was du vorher gesagt hast, was nicht geht in der Simulation? Die Frage war, ob das, was ich am Schluss gemacht habe, nicht das war, was ich gesagt habe, das nicht geht in einem Schaltungssimulator, nämlich, dass ich mir den R1 ausrechne als Funktion von meinen anderen Dingen. Die Antwort ist nein. Also ich habe das ja nicht gemacht, sondern ich habe im Wesentlichen ausprobiert. Also natürlich kann ich diesen Ansatz wählen, wenn ich quasi wissen möchte, welchen R1-Wert ich wählen muss, damit der Strom so und so ist, indem ich jetzt hier viele Werte für R1 ausprobiere und dann schaue ich, welche kommt da nahe ran. Das kann ich auch so machen für einen Parameter. Aber wenn ich jetzt drei Bauteilwerte habe, die ich bestimmen möchte, und drei Ströme habe, die ich vorgebe, und das ist alles voneinander abhängig, dann komme ich mit einem Durchprobieransatz nicht mehr aus. Weil das war ja nur Durchprobieren, das war ja nicht wirklich Lösen nach einer anderen Unbekannten. Und dann brauche ich quasi den mathematischen Ansatz. Weil das eben nicht wirklich eine Umkehrung ist, dass ich eine vorige Variable zum Parameter mache und den ursprünglichen Parameter zu einer Variable, sondern ich probiere einfach unterschiedliche Parameterwerte raus und schaue, wie sich meine Variable entwickelt. Im Eindimensionalen geht das. Wenn es um viele Bauteilparameter geht, komme ich so nicht zu einer Lösung. Beantwortet das die Frage? Ja, halt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das Programm genauso unterstützen könnte. Also ich kann die Gleichungen kannst du leicht aufstellen und genau, wir haben jetzt hier, ja auch anbieten quasi. Also wir haben jetzt hier 20 Punkte und ich habe in etwa jetzt einen Bereich festgegeben. Sagen wir, ich weiß von all meinen Parametern in etwa, wo sie liegen, und ich sage, 20 Punkte ist auflösend genug, um einen perfekten Wert zu finden. Hier muss das Programm die Schaltung 20 Mal lösen. Dann kriege ich die 20 Punkte, die diese Linie hier ergeben.
Wenn ich aber jetzt quasi 10 Parameter habe, die ich variieren kann, und für jeden dieser Parameter habe ich 20 Möglichkeiten, naja, dann habe ich 20 mal 20 mal 20, also 20 hoch 10 Möglichkeiten. Und 20 hoch 10 ist eine unglaublich große Zahl. Wir haben ja ein Algebra-System. So. Also das werden schon viele Aufrufe. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, na gut, was ist, wenn ich jetzt nicht nur 10 Parameter habe, sondern ich habe irgendeine sophisticated Verstärkerschaltung, dann diese Möglichkeiten kann der Computer nicht mehr durchrechnen, so stur, und sagen, was ist denn die beste Näherung in diesem Feld. Man kann das natürlich numerisch machen, aber eben nicht mit diesem Programm so, weil hier kann ich eben nur nachschauen. Nicht? Also ich habe ja auch hier, hier müsste ich quasi selber dann schauen, okay, für den gewünschten Strom, wo schneide ich denn dann das Funktionsgraphen, und müsste auch selber nachschauen, was ist eigentlich der gewünschte Wert. Das müsste man sich auch mal überlegen, wie man das sinnvoll macht, wenn das in 10 Parametern ist und darum eben nicht so hier eine Funktion in einem Argument, sondern eine Funktion in 10 Argumenten. Dann kann ich es nicht zweidimensional darstellen, sondern nicht elfdimensional darstellen. Das elfdimensionale Papier ist nicht erfunden. Also ich komme dann sehr schnell in Probleme, wo ich es einfacher lösen kann, wenn ich es algebraisch löse. Oder zumindest in einem numerischen Solver. Also dieses Programm hier hätte auch kein Problem damit, dass es die Lösung findet. Halt nicht algebraisch, aber numerisch. Aber dieses Programm, da habe ich quasi einen Apparat, dort kommen immer die Bauteilwerte rein und das kommen Ströme und Spannungen unten raus. Wenn ich quasi Ströme und Spannungen reinstecken möchte und einen Bauteilwert rauskriegen möchte, geht das nicht. Ich kann nur wie in dem Fall Bauteilwerte durchprobieren und schauen, ob die Ströme und Spannungen für einen gewissen Bauteilwert meinem Wunsch entsprechen. Solange ich einen Bauteilwert variiere, geht das gut. Wenn es 10 sind, sind es einfach unglaublich viele Möglichkeiten zum Ausprobieren. Das meine Frage wäre, glaube ich, gewesen, das spricht dagegen, in einem Schaltungssimulationsprogramm einen algebraischen Löser einzubauen, weil die Gleichungen kann sie aufstellen. Ja, es gibt. Dann kann man ja einfach ein Schema-Gleichungssystem von dem Programm lösen lassen. Die Frage ist, warum hat man keinen algebraischen Löser einen Schaltungssimulator? Es gibt Schaltungssimulatoren, die algebraisch arbeiten. Die funktionieren super bei solchen Widerstandsnetzwerken. Wenn ich dort irgendwelche Transistorverstärker oder so habe, das Problem ist, das führt einfach zu Dingen, die sich nicht, wo es keine geschlossene algebraische Form mehr gibt. Wenn man ein bisschen schauen möchte im Skriptum, da gibt es hinten einen Anhang. Wir springen da durch den ganzen Anhängen. Hier ein mathematisches Modell zur Emitterschaltung. Und da habe ich eine Fußnote. Wo ist meine Fußnote? Ich weiß, ich habe eine Fußnote gemacht. Es gibt nicht viele Fußnoten in diesem Skript. Ich muss den Stuhl rausziehen. Komische Gesetz, genau. Ja. Nein. Oder sieht da irgendjemand Lambertsche Omega-Funktion? Also das ist ein relativ einfaches mathematisches Problem, das wir noch kennenlernen werden. Das wird eine ganz einfache Transistorschaltung sein, mit der wir uns eine Zeit lang beschäftigen werden. Zwei ganze Kursabende werden wir uns im Wesentlichen mit Emitterschaltungen beschäftigen. Und wenn man die lösen möchte, algebraisch, und das auf eine einfache Art kommt, kommt man auf diese Lambertsche Omega-Funktion. Und das ist im Grunde einer der einfachsten Problemstellungen, über die man sehr schnell stolpert, die algebraisch keine geschlossene Lösung haben. Und solche Sachen hat man eben oft, dass man dann Sachen nicht mehr algebraisch lösen kann. Und das kann man beweisen. Also das ist jetzt nicht nur, das hat halt noch keiner herausgefunden, sondern die einzige Möglichkeit, wie man das dann algebraisch löst, ist, wenn man für die Lösung von dem einen Namen vergibt. Und in dem Fall heißt halt die Lösung von diesem Problem Lambertsche Omega-Funktion.
Das heißt, mit algebraischen Lösungen kommt man bei sowas nicht mehr ins Erd. Mit numerischen Lösungen hängt es dann eben auch davon ab, wie die Stetigkeit ist, wie die Monotonie ist. Solche einfachen Widerstandsschaltungen, die kann man eben immer schön numerisch lösen. So wie ich eine Schaltung habe, wo ein Bauteil vorkommt in einer nicht monotonen Kennlinie, weiß nicht, Tunneldiode oder irgend so, so eine Gemeinheit, dann kann ich das auch nicht mehr so einfach numerisch lösen. Das ist leider eine Wahrheit, die viele Mathematiker lernen, wenn sie studieren, dass sie anfangen, Mathematik zu studieren, weil sie quasi diese Idee des Reinen und das gibt es universell Lösbare und das, was sie lernen müssen, quasi relativ früh ist, dass man in der Mathematik unglaublich schnell an Grenzen stößt, wo irgendjemand bewiesen hat, das kann man nicht anschreiben als Lösung. Ganz konträr zu allem, was man in der Schule lernt, weil dort hat jedes Beispiel eine Lösung. Und aber es gibt natürlich Bestrebungen, das zu machen. Nur die meisten Schaltungssimulatoren können das halt das nicht einfach so. Es ist ein großes eigenes Problem, dieses Lösen nach Parametern. Ich bin aber nachher eh noch da, also ich kann das noch weiter vertiefen. Ich glaube, es sprengt mir jetzt noch unseren Rahmen. Wie kann man für so eine Schaltung, die wir da jetzt gebaut haben, so eine Bezeichnung vergeben wie das DC1? Wie kriege ich das jetzt? In den Programmen. Ja, im Programm. Ich doppelklicke hier und sage, welchen Namen es haben soll. Und sage ich, das ist mein DC23. Aber hier hat es nicht mitgezogen, das heißt, wenn es startet, dann muss ich hier nochmal. Und alles, was dann auf dem Plan ist, ist DC23. Also, wenn ich hier mehrere Simulationen hinwerfe, dann rechnet er mehrere Simulationen. Oder er sagt, er mag nur eine Simulation haben. Ich bin gerade nicht sicher. Aber in Quicks kann ich generell die Sachen einfach doppelklicken und dann kommt eben dieser Dialog, wo ich die ganzen Eigenschaften habe, zu den Bauteilen. Und man sieht, selbst den Widerstand hat dann noch seltsame Parameter, über die wir uns jetzt gar nicht nachgedacht haben. Kann man von dem Quicks, dass man Spice exportiert im Spice-Format? Ich glaube, Export gibt es keins. Quicks hat so ein eigenes Format mit vielen spitzen Klammern, aber es ist nicht XML. Mhm. aber es ist offensichtlich inspiriert von SGML und dann in eine andere Richtung gegangen als XML, irgendwie so. Quicks kann aber Spice-Tags importieren, aber eben leider keine Spice-Tags, die das BSIM-Modell voraussetzen, weil es eben kein BSIM hat. Und BSIM, verschiedene Funktionen, BSIM 3v3, BSIM 4 sind die beiden wichtigen. Das ist einfach nur eine Riesensammlung von Gleichungen, die Dioden und Transistoren beschreiben. Und der BSIM 4 ist der Standard, das sind irgendwie 100 Seiten LaTeX, nur Formeln. Ohne Erklärungen dazu. Das ist nur quasi, wenn du diese Formeln eingebaut hast in dein Programm und die Parameter so verwurschtest, dann ist das, und wir werden nicht solche Modelle verwenden bei uns. Also wir werden relativ einfache Modelle verwenden für so Sachen wie Transistoren. Aber wenn man einen Chip designt, dann will man halt irgendwie alle Leckströme modellieren können und alle Temperaturabhängigkeiten, die da drinnen sind und was weiß der Geier was. Und dann kommt man eben auf, um einen Transistor zu charakterisieren, braucht man 200 Parameter und 500 Gleichungen. Sonst Fragen? Gut, dann machen wir traditionell unsere Pause nach den ersten drei Blöcken.